So weit sind wir also gekommen, dass du jemanden einstellst, der sich um mich sorgt. Der dich versorgt. Das ist nicht dasselbe. Für kein Geld der Welt würde sich jemand um dich sorgen. Ich wusste ja gar nicht, dass du direkt zur Oscar-Verleihung fährst. Ist sie Muslimin? Oh, bitte nicht schon wieder. Natürlich ist sie keine Muslimin. Die letzte war Muslimin. Nein, war sie nicht. Sie war Russin. Sie hatte eine Burka? Sie hatte keine Burka. Sie hatte eine Erkältung. Ich habe dennoch kein Interesse. Also, ich habe gehört, er ist schwierig. Nein, nein, Mist, das stimmt nicht. Er ist vollkommen unmöglich. Also, Sie haben den Job, wenn Sie wollen. Na, das kann ja heiter werden. Und was das Toilettenpapier angeht, würdest du es bitte so aufhängen, dass es vorne runterhängt und nicht hinten an der Wand? Ich schwöre, das haben Sie nie erwähnt. Habe ich wohl, du rumänische Schlampe. Ungarische, wieso verwechseln Sie das dauernd? Nächste, Dorothea Horvat. Hier steht, dass Sie Schülerin von Sir Michael Gifford sind. Du hast absolut keine Chance, es auf die Bühnen hier zu schaffen. Die Kritikergilde will dir einen Preis für dein Lebenswerk verleihen. Verdammt, das wurde aber auch langsam Zeit. Ich will, dass du verschwindest. Aus dem Haus, aus dem Leben meines Vaters. Mein Vater bedauert zutiefst, heute Abend nicht selbst hier sein zu können. Ich will dich bei der Preisverleihung dabei haben, weil du prominentensüchtig bist. Ich glaube, das sagten Sie mir schon mal, Sir. In meinem Alter, Joseph, hat man alles, was man sagt, schon mal gesagt.